Ja, meine Damen und Herren, unsere Welt wird schnelllebiger, wird immer komplexer. Und daher ist es wichtig, Orientierung zu geben und für den Schutz und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Im aktuellen Verbraucherreport 2019 sagen daher 90% aller Befragten, dass sie einen funktionierenden Verbraucherschutz für die persönliche Sicherheit als unerlässlich erachten. Und daher ist es gut und richtig, dass wir auch gerade diesen Bereich mit dem vorgelegten Einzelplan stärken. Bei Verbraucherzentrale Bundesverband werden wir die Marktwächter, also das Frühwarnsystem der Verbraucherzentralen in den Bereichen Energie, Finanzmarkt und digitale Welt nun in eine dauerhafte Förderung überführen. Und zusätzlich haben wir beim Bundesverband der Verbraucherzentralen die Bereiche IT-Sicherheit und Lebensmittel gestärkt. Und hier geht es um die Wahrnehmung der Verbraucherperspektive in informationstechnischen Belangen, in Anforderungen an die IT-Sicherheit, aber auch um die Themen Lebensmittelüberwachung, Herkunft und Kennzeichnung von Lebensmitteln, regionale Ernährung und Lebensmittelverschwendung. 3/4 der Bevölkerung haben ein großes oder ein sehr großes Vertrauen in den deutschen Verbraucherschutz. Und das ist ein guter Wert. Und damit das so bleibt, ist es wichtig, dass unsere verbraucherschutzpolitischen Maßnahmen zielgerichtet sind und effektiv sind. Und daher nehmen wir in den kommenden Jahren 3,5 Millionen € in die Hand, um die Verbraucherwissenschaften zu stärken. Das heißt, mehr Evidenz in die Verbraucherpolitik einzubringen. Das heißt, eine Politik zu ermöglichen, die mehr auf konkreten Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Meine Damen und Herren, wir stärken den Verbraucherschutz und sorgen dafür, dass die persönliche Sicherheit der Menschen erhöht wird. Das Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz ist das Rechtsstaatsministerium unseres Landes. Und unser Rechtsstaat basiert auf unserem Grundgesetz. Und es ist eben schon angeklungen, Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und gestern hat an dieser Stelle unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel gestanden. Und ich zitiere beinahe wörtlich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit ist in unserem Land gegeben. Aber die Meinungsfreiheit kennt auch Grenzen. Und die Grenzen beginnen dort, wo gehetzt wird, wo Hass verbreitet wird und wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen müssen wir uns stellen, denn sonst ist unsere Gesellschaft eben nicht mehr das, was sie einmal war. Und deshalb ist es richtig, dass wir auch in diesem kleinen Einzelplan 07 auch Projekte gegen digitale Gewalt, gegen Hassreden im Internet, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus zusätzlich mit 2 Millionen € fördern. Ein funktionierender Rechtsstaat, meine Damen und Herren, setzt aber gleichzeitig voraus, dass seine Bedeutung jedem Einzelnen bewusst ist und dass er ein Verständnis dafür hat, wie die oftmals komplexe und undurchsichtige Funktionsweise vonstatten geht. Und deshalb freue ich mich, dass wir erneut fraktionsübergreifend mit dem Haushalt 2020 weitere richtige Schritte hin zur Realisierung des Forums Recht gehen. Die beiden Standorte in Karlsruhe und in Leipzig werden gleichwertig betrachtet. Wir stellen die notwendigen Mittel bereit, im Sinne eines pragmatischen Vorgehens jetzt auch das Gründungsdirektorium zu berufen und in die konkreten Bauplanungen einzusteigen. Und zugleich will ich noch einmal daran erinnern, dass wir den Pakt für den Rechtsstaat zwischen dem Bund und den Ländern weiter umsetzen. Bestandteil dieses Paktes sind unter anderem 2000 neue Richterstellen bei den Ländern. Und die Länder haben nun erklärt, dass sie seit 2017 insgesamt 1.217 neue Stellen geschaffen haben. Damit haben die Länder mehr als die Hälfte der Stellen neu geschaffen und der Bund wird ihnen dafür 110 Millionen € zukommen lassen. Und die zweite Tranche sozusagen gibt es, nachdem die Aufpersonalisierung vollständig abgeschlossen ist. Ich würde mir als Haushälter wünschen, wenn wir auch dann eine Aufschlüsselung bekommen, welche Länder wie viele Stellen geschaffen haben. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir machen die Justiz zukunftsfest und das ist gut für die innere Sicherheit, das ist gut für unseren Rechtsstaat. Meine Damen und Herren, ich möchte auch auf ein Zukunftsthema eingehen, und das ist das Thema Blockchain-Technologie. Die Blockchain ist eine der Schlüsseltechnologien in der Digitalisierung, und als Anwendung kennt man vielleicht das Thema Bitcoin. Und die Anwendungsmöglichkeiten darüber hinaus sind vielfältig, von öffentlich-rechtlichen Nutzungen in der digitalen Verwaltung über digitale Wertpapiere bis hin zu digitalen Identitäten oder, wie schon angesprochenen, Kryptowährungen. Und die Blockchain-Technologie birgt enormes Potenzial, unsere Wirtschaft, unsere Verwaltung zu verändern und zu entbürokratisieren. Und wir haben in Deutschland dabei die Chance, hier weltweit führend zu sein.
Doch bislang gibt es in diesem Bereich wenig Rechtssicherheit in der Anwendung. Und deshalb geht es darum, dass wir hier die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend schärfen. Es ist nicht klar, wer für Fehlfunktionen oder Fehlverhalten im Bereich der Blockchain-Technologie verantwortbar gemacht werden kann. Wer haftet denn beispielsweise, wenn mir jemand meine Bitcoins klaut? Und welche Rechtsordnung gilt für die Datenketten, die in dieser Technologie über die ganze Welt verteilt sind? Daher müssen wir jetzt aktiv werden, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Chancen dieser Technologie zu nutzen und die Risiken zu begrenzen. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, dass wir in diesem Einzelplan 1 Million Euro knapp bereitstellen und in einem großen interdisziplinären Forschungsprojekt die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu erforschen. Und eine zweite Schlüsseltechnologie will ich an dieser Stelle auch erwähnen, das ist nämlich die künstliche Intelligenz. Und auch im Einzelplan 07 werden wir dafür Mittel bereitstellen, insgesamt 5 Millionen Euro in den nächsten Jahren, um ein KI-Trust-Center aufzubauen, meine Damen und Herren. Das Ziel des Centers ist es, als unabhängige Instanz einen sicheren und vertrauenswürdigen Umgang mit künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Aufgaben sind es unter anderem, die Bewertung von KI-Technologien im Sinne des Verbraucherschutzes zu ermöglichen und eine Beratung der Zivilgesellschaft als Unterstützungsleistung bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir widmen uns im Justizhaushalt auch gezielt zwei wichtigen Zukunftstechnologien. Und obwohl der Einzelplan 07 vornehmlich ein Verwaltungshaushalt ist, ist er damit gleichzeitig auch ein echter Zukunftshaushalt. Auch im Bereich der Justiz und Verbraucherschutz gilt, wir handeln mit Zuversicht, mit Mut und mit Entschlossenheit. Daher bitte ich um Zustimmung für den Einzelplan 07. Vielen Dank.